Themenparks stehen niemals still. Deswegen gehen wir nun in ein News Recap für die Woche 14, 2020. Skyline Park gibt Name für Starflyer bekannt. Etwas überrascht bin ich, dass der Skyline Park im Namen des neuen 142 Meter hohen Starflyers kein Sky untergebracht hat. Der Name wird nun Allgäuflieger. Und das ist zwar wenig international wie einige der anderen Namen, hat aber dafür starken Bezug zum Standort und geht für mich vollkommen klar. Europapark spendet weiter. Der Europapark hat die Lager voll und sieht sich weiterhin berufen, mit all den bereits bestellten Lebensmitteln Gutes zu tun. Große Mengen gehen derzeit aus den Lagern des Europapark an die Herbolzheimer Tafel. Doch nicht nur in diesen schweren Zeiten besteht diese Zusammenarbeit. Der Park arbeitet bereits seit vielen Jahren mit den Organisationen zusammen, um die überschüssigen Waren noch an Menschen zu bringen, denen damit am meisten geholfen ist. Baustelle in Farup weit fortgeschritten. Das Farup Sommerland versorgt uns in der Zwangsauszeit mit tollen Bildern des neuen Vekoma Family Boomerangs. Die Bauarbeiten sind offenbar sehr weit fortgeschritten, sodass man offenbar nur noch darauf wartet, wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Wann es für uns in Europa aber soweit sein wird, vermag leider noch immer niemand zu sagen. Die Bilder zeigen dafür aber schon mal, dass man sich auf eine schöne Integration in den Park freuen darf. Disney kauft neues Land nahe dem Magic Kingdom und kürzt Managergehälter. Einem Artikel von mynews13.com zufolge hat Disney wohl schon im Dezember 2019 knapp 95 Hektar Land in der Nähe des Magic Kingdom Parks in Florida gekauft. Im März diesen Jahres kamen noch einmal ca. 10 Hektar dazu. In welcher Form das Resort dort erweitert wird, bleibt aber vorerst unklar. Etwas klarer ist bei Disney dafür der Umgang mit der Human Malware, welche noch immer weltweit die Runde macht und die Freizeitparks geschlossen hält. Das EAP-Magazin berichtet nun, dass bei Disney alle Angestellten der Parks bis auf weiteres Lohnfortzahlungen erhalten sollen. Um dies zu ermöglichen, werden weitgehende Einschnitte bei den Managergehältern des Konzerns durchgesetzt. Auf verschiedenen Management-Ebenen gibt es Kürzungen um 20, 25 bis hin zu 30%. Bob Iger verzichtet gleich vollständig auf sein Gehalt und der erst kürzlich zum CEO ernannte Bob Chapek kürzt sein Gehalt selbst um 50%. Da muss ich als persönlichen Kommentar auch mal sagen dürfen, gut gemacht Disney, dass ihr euch von anderen Gruppen abhebt, welche ihre Angestellten umgehend unbezahlt beurlaubt haben. Das setzt ein sehr gutes Zeichen. Zwei Kleinigkeiten zum Schluss. Wie Screamscape.com berichtet, arbeitet der Wild Waves Water and Theme Park nicht nur daran, die Technik des großen Wellenbeckens vollständig zu erneuern, sondern auch an einem kleinen Fahrgeschäft. Offenbar handelt es sich hierbei um einen Tilt-A-Whirl im High-Design. Außerdem gibt es im texanischen Wonderland Amusement Park eine Oldtimer-Fahrt und einen SBF Visa Mini Spinning Coaster. Dies bestätigt der Park in den Facebook-Kommentaren zum Ankündigungsbanner. Das war das News Recap für die Woche 14, 2020. Nächsten Sonntag gibt es dann die Zusammenfassung für die kommende Woche.